Unendlich groß ist die Vielfalt der Natur. Tausende von Tierarten beleben unsere Fluren und Gewässer. Vögel mit dichtem Federkleid, Säugetiere im Fellmantel, bunt und auffallend oder schlicht und in Tarnfarben. An Größe und Form, an ihren Farben und ihren besonderen Merkmalen können wir die wildlebenden Tiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterscheiden. Doch wer kennt schon alle Tiergattungen und ihre verschiedenen Arten? Wer weiß schon von allen, wo sie vorkommen und wie sie leben? Dazu braucht man so etwas wie einen Steckbrief. Diese Filmserie liefert ihn, den Steckbrief Natur. Eulen. Sie sind die lautlosen Jäger der Nacht. Kaum jemand sieht sie. Sie sind geheimnisvoll und mythenumwoben seit alters her. In der Antike galten sie als Sinnbilder der Weisheit. Diesen guten Ruf verloren sie dann im Mittelalter. Sie wurden Opfer finsteren Aberglaubens. Man brachte sie mit Unheil und Tod in Verbindung. Die Zeiten, wo man die Eulen als Unheilbringer verfolgte oder sogar in Kreuzesform zur Abwehr des Bösen von Haus und Hof an Scheunentore nagelte, sind längst vorbei. Heute sind es nicht mehr Furcht und Aberglaube, die den Eulen zu schaffen machen, sondern Veränderungen von Landschaft und Umwelt. Ernste Bedrohungen für einige Arten, denn Eulen bevorzugen stark strukturierte Landschaften, Wälder, in denen sich alte Bestände mit jungen, Nadelbäume mit Laubbäumen abwechseln. Ihr Lebens- und Tagesraum ist der Wald, ihre Jagdgebiete sind Randbereiche, Felder und Wiesen, Blößen und Schneisen. Zum Brüten ziehen Eulen Spechthöhlen in alten Bäumen vor. Für die kleineren Arten ist der Buntspecht Wegbereiter, für die größeren wie den Waldkauz der Schwarzspecht. Uhu- und Waldohreule brauchen Horste, insbesondere die von Kolkraben. In alten Kopfweiden, eigentlich für Korbflechtereien benutzt, nistet mit Vorliebe der Steinkauz. Ja, hier an dieser Stelle läuft ein Versuch, Kopfweiden entstehen zu lassen. Das heißt, die Weiden wurden gekappt und treiben jetzt im Kopfbereich immer wieder aus. Sie müssen ständig zurückgeschnitten werden, damit eben durch den Neuaustrieb ein großer Kopf entsteht. Die Weide wächst relativ schnell. In 6, 7, 8 Jahren wird sie dann etwa 60, 70 Zentimeter dick sein. Und es bietet sich dann langsam dieser Lebensraum, dieses Habitat für den Steinkauz an. Man kann dann schon mal nachhelfen mit einer Röhre, mit einer künstlichen Niströhre, die man dann auf einen Ast aufbindet. Das sind etwa 70, 80 Zentimeter lange Röhren. Und Ziel muss aber sein, wir wollen nicht immer mit künstlichen Hilfen arbeiten. Ziel soll es sein, dass der Specht in die Köpfe dieser Kopfweiden dann Höhlen treibt und der Steinkauz dort dann seinen natürlichen Lebensraum findet. Solche Kopfweidenbestände sollten also erhalten bleiben. Und damit sie nicht auseinanderbrechen, müssen sie fachgerecht beschnitten werden. Für die Schleiereule bietet es sich an, zum Beispiel in Feldscheunen Nistmöglichkeiten zu schaffen. Eine sogenannte Uhlenflucht, die einen Zugang im Gebäude bietet, wo dann ein Verschlag der Eule Ruhe zum Brüten garantiert. Schleiereulen brauchen als typische Kulturfolger solche Hilfestellungen. Auch auf den Dachböden von Bauernhäusern lässt sich leicht eine Uhlenflucht anlegen. In früheren Zeiten gehörte sie einfach dazu.
Eine solche Nisthilfe dient in erster Linie dem Waldkauz. Man bringt sie dort an, wo alte Spechthöhlen fehlen. Eine Streuobstfläche. Streuobstflächen heißen so, weil sie in die Landschaft gleichsam eingestreut sind. Sie stellen besonders wertvolle Lebensräume dar. Auf ihnen können sich nicht nur Wiedehopf, sondern auch Steinkauz und Raufußkauz wieder ansiedeln. Der Uhu brütet nicht nur in verlassenen Horsten. Hin und wieder sucht er sich auch mal den einen oder anderen Fuchsbau aus. Auch in alten Gemäuern oder in Felswänden ist er zu finden. Die Eier der Eulen sind weiß und fast kugelförmig wie Tischtennisbälle. Sie rollen also leicht immer in die Mitte einer solchen Kuhle im Nest. Ein 4 Tage altes Schleiereulenjunges, das erste im Horst. Eulen beginnen immer sofort nach der Eiablage zu brüten, sodass in einem Horst oder einer Höhle immer unterschiedlich alte und unterschiedlich große Jungen sind. Die Schleiereule lässt durch ihr Brutverhalten sehr gute Schlüsse auf das Nahrungsangebot zu. In guten Mäusejahren kann sie bis zu 15 Eier legen. Verborgen und gut getarnt von Fichtenzweigen ist hier unsere größte Eule, der Uhu. Ihn beschreibt die Falknerin Frigga Steinmann-Lage. Ich habe einen Uhu auf meiner Faust, die größte heimische Eule. Denn man unterscheidet bei den Eulen Ohreulen und Käuze. Und an diesem Uhu ist hervorragend, dieses zu demonstrieren. Er ist sehr lieb und zeigt fast alles. Er hat große, sogenannte Federohren auf dem Kopfe. Das ist natürlich nur eine Art Indianerschmuck. Das ist eine Zierde sozusagen. Und alle Eulen mit diesen Federohren sind die Ohreulen. Und die keine Federohren haben, das sind die sogenannten Käuze. Und die sehen dann so aus. Auch das lässt er sich gut gefallen, das mal zu zeigen. So, die haben also keine Federohren. Aber alles ist der große Sammelbegriff Eule. Ohreulen und Käuze, alles sind Eulen. Und dies sind unsere heimischen Eulenarten. Der Uhu. Dies ist die Waldohreule. Die Sumpfohreule, der Waldkauz, der Steinkauz, der Raufußkauz, der Sperlingskauz, die Schleiereule. So werden die Körperteile der Eulen bezeichnet. Vom Schnabel über Schwingen und Fänge bis zum Schwanz, dem Stoß, wie die Jäger sagen. Die schematische Darstellung eines Flügels, einer Schwinge, wie es fachlich heißt, mit ihren Einzelgliedmaßen und der Befiederung. Zwar sprechen wir von den Ohreulen, wenn wir die Eulen mit den Federbüschen meinen, aber diese Federn sind keineswegs die Ohren dieser schönen Vögel. Dazu noch einmal Frigga Steinmann-Lage. Das richtige Ohr einer Eule, das sitzt verborgen. Und zwar, wenn man sich das Gesicht so einmal ansieht, dann kann man um das Gesicht herum einen Kranz erkennen. Und dieser Kranz, das ist der sogenannte Schleier, hinter dem ein Riesengehörgang verborgen sitzt. Und wenn nun eine Eule zur Jagd fliegt, zieht sie den Schleier weit nach vorne und öffnet ein großes Loch, das Ohr. Und dann wird dort trichterförmig in diesem Gehörgang das Geräusch, das Rascheln der Maus oder Ratte aufgefangen. Und sie gehen präzise mit den Fängen dort runter, wo sie dieses Geräusch gehört haben. Und das nennt man das Orten. Wenn die Falknerin das Gefieder etwas zur Seite zieht, kann man deutlich den Gehörgang sehen. Das Gesichtsfeld der Eule ist trichterförmig, weil ihre Augen unbeweglich im Kopf liegen.
Dadurch aber kann sie gut räumlich sehen. Akustisch ortet sie ihre Beute durch Drehen des Kopfes, bis die Geräusche des Beutetieres in beiden Ohren gleich stark vorkommen. Dann ist das Opfer genau voraus. Die Augen einer Eule, gerade eines Uhu, wunderschön, groß, nicht Bernsteinfarben, und alle Eulenaugen sind unbeweglich. Wo immer also eine Eule hinsieht, dreht sie den Kopf. Sie kann den Kopf gewaltig weit drehen, es fällt vor allen Dingen so unglaublich auf, nicht um ca. 200 Grad. Und zur anderen Seite bitte auch nochmal, zeige es sehr schön. Dann haben die Eulen, wie die meisten Tiere, eine sogenannte Nickhaut, ein drittes durchsichtiges Augenlid, was immer bei Gefahr über das Auge gezogen wird, und einen großen Schnabel, nicht, wo sie eine Maus doch auf einmal hinunterwürgen können. Ihr eingeschränktes Blickfeld gleicht die Eule durch Drehen des Kopfes sogar um bis zu 270 Grad aus. Das ermöglichen ihr 14 Halswirbel. Zum Vergleich, Säugetiere haben nur 7. Ein weiches Gefieder an den Schwungfedern, eine sogenannte Zähnelung, damit der lautlose Flug noch deutlicher wird. Und dieses weiche Gefieder natürlich auch, es demonstriert, ja, so wenn man hier mal anfassen würde, schon den lautlosen Flug. Dann haben sie Befiederung, fast alle Eulen, bis zu den Krallen. Sie haben eine sogenannte Wendezehe, das heißt, diese äußere Zehe können sie nach hinten und nach vorne schlagen, um die Beute gut halten zu können. Dies ist eine typische Jagdschneise für Eulen. Hier können sie sich beim Beutemachen ungehindert bewegen. Kleine Beutetiere nutzen mit Vorliebe solche Schneisen, weil sie auch nachts noch Wärme abstrahlen. Die Eulen kröpfen kleinere Beutetiere im Ganzen. Sie tasten sie mit dem Tastgefieder am Schnabel vom Kopf her ab und schlucken sie mit dem Strich des Haarkleides. Größere Beutetiere werden mit dem Reißschnabel zerlegt. Am Gewölle, den unverdaulichen Nahrungsresten, die Eulen wieder auswirken, kann man ihr Nahrungsspektrum exakt feststellen. Die größeren Eulen leben vorwiegend von Mäusen und Ratten, gelegentlich von Hasen oder Kaninchen. Die kleineren auch von Schnecken und Insekten. Aber sehen wir uns unsere Eulen doch einmal genauer an. Zunächst der Uhu. Der Uhu ist mit Abstand die größte Eule. Er erreicht eine Spannweite von bis zu 1,70 Meter. In Deutschland war er vom Menschen fast ganz verdrängt, ist aber seit geraumer Zeit infolge von Schutzmaßnahmen, insbesondere in den Mittelgebirgen, wieder im Vormarsch. Aber auch in der Lüneburger Heide baut sich wieder ein lebensfähiger Bestand auf. Wie alle Eulen ist auch der Uhu Ansitz- und Pirschflugjäger zugleich. Seine großen, sogenannten Ohrbüschel sind ebenso eindrucksvoll wie seine orangefarbenen Augen. In früheren Zeiten wurde der Uhu bei der sogenannten Hüttenjagd auch von Jägern eingesetzt. Sie nutzten dabei den Hass aller Tagvögel auf die Nachtvögel aus. Der Jäger setzte den Uhu dabei auf eine Jule, also eine Stütze mit T-förmigem Querstab, und band ihn dort fest. Das lockte Rabenvögel, aber auch Greifvögel an, die man dann leicht bejagen konnte. Seinen Namen verdankt der Uhu dem Klang seines Rufes. Unter dem bleigrauen Schnabel hat diese immerhin adlergroße Eule einen hellen Bart, obwohl sie im Allgemeinen eher dunkel ist. Auf der Oberseite rotbraun und tief dunkelbraun gefleckt. Auf der Unterseite gelbbraun mit großen dunkelbraunen Längsflecken auf der Brust, die am Bauch schmaler werden.
Die Waldohreule. Die Waldohreule ähnelt stark dem Uhu, ist aber nur halb so groß. Sie ist der Streichvogel unter den sonst so standorttreuen Eulen. In schneereichen Wintern kann man ganze Flüge von Waldohreulen, manchmal 50 oder gar bis zu 70 Stück, in einem Waldstück antreffen. Sie hat ein bemerkenswertes Tarnverhalten, indem sie sich verschlankt und damit optisch ihre Körpergröße verringert. Sie sieht dann aus wie ein Stück Holz. Ein ähnliches Verhalten kennen wir von der Rohrdommel. Die Waldohreule hat einen ausgeprägt taumelnden Balzflug, auch am Tage. Wenn sie dabei die Schwingen unter dem Körper zusammenschlägt, hört man ein deutliches Klatschen. Die Sumpfohreule. Die Sumpfohreule geht ebenso wie die Waldohreule auch mal tagsüber auf Jagd, besonders in der Brutzeit. Sie ist der einzige Bodenbrüter unter unseren Eulen. Man findet sie in Heide- und Moorlandschaften. Vorwiegend in kleinen Baumgruppen baut sie am Boden ihren Horst. Mithin ist sie auch von allen Eulen der einzige Horstbauer. Wegen der Verarmung unserer Landschaft ist diese Art sehr gefährdet. Auffallend ist der helle Ring, der das ganze Gesicht umschließt. Die Partien zwischen und unter den Augen sind weiß und bilden ein X. Wenn die Sumpfohreule so an einem Baumstamm sitzt, ist sie mit ihren dunkelbraunen, lehmgelb umrandeten Federn kaum auszumachen. Die Federohren stellt sie nur bei Aufregung hoch. Der Waldkauz, den wir als nächstes unter die Lupe nehmen, ist unsere Standardeule. Sein Ruf wurde früher für den Schrei des Totenvogels gehalten, der angeblich Unglück brachte. Der Waldkauz kommt in zwei Farbvarianten vor. Einmal mehr braun, einmal mehr grau. Wir haben es hier mit der braunen Variante zu tun. Überall in unseren Wäldern kann man den Waldkauz mit seinem schönen, tropfenförmig weiß gezeichneten Gefieder antreffen. Sein schwarzer Mittelscheitel zieht sich zwischen den schwarzbraunen Augen bis auf den Schnabel hinunter. Gerade der Waldkauz lässt seine Balzrufe schon von Oktober an den ganzen Winter über hören. Er brütet also auch sehr früh im Jahr, und zwar als erster nach dem Keulgraben, etwa schon ab Mitte März. Er ist die am häufigsten bei uns vorkommende Eule und reagiert vor allem während der Aufzucht der Jungen sehr empfindlich auf Störungen. Es kommt durchaus vor, dass er dann auch Menschen angreift, die seinem Nachwuchs zu nahe kommen. Dann sollte man vor allem die Augen schützen. Kommen wir zum Steinkauz. Der Steinkauz ist eher ein Vogel der offenen Landschaft. Man findet seine Bruthöhlen, wie schon erwähnt, oft in Kopfweiden. Er hält sich gern an feuchten Wiesen oder auf Streuobstflächen auf. Den tiefen Wald meidet er. Der Steinkauz ist ein kleiner, mit leuchtend gelben Augen und hoch angesetztem Schnabel gedrungener Kauz, der häufig schon nachmittags auf die Jagd geht. Seine Hauptjagdzeiten sind jedoch die Stunden zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht und der frühe Morgen. Wegen seiner Abhängigkeit von Streuobstwiesen, Bauerngärten mit Bäumen und Kopfweidenbeständen ist der Steinkauz sehr gefährdet. Bedauerlich auch deswegen, weil er eine glanzvolle mythologische Vergangenheit hat. War er doch im antiken Griechenland Begleiter der Pallas Athene, der Göttin der Weisheit. Der Sperlingskauz.
Kennzeichnend ist außer seiner geringen Größe sein flacher, aber breiter Kopf. Der Sperlingskauz ist knapp starren groß und mithin unser kleinster Kauz. Er wird leicht selbst zur Beute von Greifvögeln und ist allein schon durch den Sperber gefährdet. Der Sperlingskauz ist auf dem Rücken braun mit hellen Flecken. Seine Unterseite ist weiß mit schmalen braunen Längsstreifen. Ein ausgeprägter Wald- und Nachtvogel ist der Raufußkauz. Weil er dichte Tageseinstände in alten Fichten- und Buchenbeständen liebt, kann man ihn noch schwerer beobachten als andere Eulen. Auffallend ist der unproportional dick wirkende Kopf dieses kleinen, nur etwa amselgroßen Kauzes. Auch seine ungewöhnlich stark befiederten Fänge sind prägnante Merkmale und gaben ihm seinen Namen Raufußkauz. Und nun zum Schluss die Schleiereule. Sie nimmt unter den bei uns heimischen Eulen schon deswegen eine Sonderstellung ein, weil sie ein ausgesprochener Kulturfolger ist. Schleiereulen siedeln in der Nähe von Gehöften oder gar direkt auf Bauernhöfen und in Dorflagen. Aber nicht nur dort, sondern auch in Städten, wo sie zum Beispiel in Rathausgiebeln und Kirchtürmen zu Hause ist. Mit etwas Glück kann man sie in der Dämmerung so sehen, zwischen Gebälk oder Mauerwerk. Ihr herzförmiges Schleiergesicht ohne Federohren ist so auffallend, dass man sie mit keiner anderen Eulenart verwechseln kann. So schaut sie einen aus schwarzen Augen tiefgründig an. Was ihr Federkleid betrifft, so ist sie wohl die schönste der Eulen. Sie ist als einzige ungestreift und trägt nur dunkle Spritze auf der Oberseite und der je nach Farbschlag weißen, cremefarbenen oder gelbbraunen Unterseite. Durch die Waldschäden, die wir verursachen, und dadurch, dass unsere Landschaft zunehmend verarmt, machen wir den Eulen das Leben schwer. Dabei brauchen sie unseren Schutz. Hören wir dazu noch einmal Wolfgang Friedrichs. Die Eulen haben etwas ganz Besonderes. Sie brüten und verlassen relativ früh ihre Nisthöhlen, ihre Nistunterlagen und haben dann eine sehr empfindliche Ästlingsphase. Das heißt, sie sitzen auf den Ästen und werden von den Altvögeln versorgt. Das dauert etwa 4 bis 5 Wochen, ehe sie dann flügge werden. In dieser Zeit soll man diesen Räumen Ruhe gönnen und insbesondere, denn wenn man weiß, dass diese Vögel da sind, soll man sie nicht auch noch fordern, indem man Rufimitate absetzt, denn dann sind diese sehr empfindlich. Sie reagieren spontan und sind auch sehr aggressiv, selbst auch gegen den Menschen, verlassen ihren sicheren Tagesaufenthalt und suchen jetzt den Eindringling und machen sich selbst dadurch zur Beute von den Taggreifvögeln, zum Beispiel Sperber und Habicht. Aber Schutz ist auch noch etwas anderes. Wir haben die Nisthöhlen, die Nisthilfen gesehen. Dieses kann und darf eigentlich nur ein Hilfsmittel sein. Artenschutz heißt eigentlich immer Biotopschutz. Wenn wir wieder zu vernünftigen Landschafts- und Waldstrukturen kommen, dass die Bäume älter werden, gewisse Schongebiete ausgeworfen werden, dann haben wir auch wieder Brutunterlagen, dann fängt der Specht oder die Spechtarten fangen wieder an zu zimmern und zu bauen und automatisch wird sich dann wieder die Eule und der Kauz einstellen. Die Großeulen, wie zum Beispiel jetzt unser Uhu, sind auf dem Rückzug. Auch ihnen muss man die Möglichkeit geben, wieder heimisch zu werden. Auch sie brauchen ihren Schutz und insbesondere muss man hier die Kohlgraben- und Rabenhorste
schützen, damit sie dort dann auch brüten können. Also auch solche Horstbäume sollen von uns geschützt werden und nicht unbedingt der Säge zum Opfer fallen. Dann werden wir auch eines Tages wieder diese herrliche Tierart, die Eulen und Käuze, bei uns wieder finden und uns an ihrem nächtlichen, unheimlichen Ruf erfreuen können. Eulen, ohne sie zu verniedlichen, könnte man die Kobolde unserer Natur nennen, schon wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes. Weil sie nachtaktive Vögel sind und wegen ihres ganz spezifischen Tarnverhaltens, sind Begegnungen mit ihnen eher zufällig. Und dabei sollte man es als Naturfreund auch belassen und diese lautlosen Jäger der Nacht nicht durch unangemessenen Beobachtungseifer stören. Sie werden es uns danken.